Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg Joggler 66 Stunde der Wahrheit. Heute Abend habe ich mich wieder mit einer wundervollen großen Skype-Gruppe eingefunden, um die nächste Lesung, die 19. von Romanismus und die Reformation, ein Buch, das Henrik Retten Guinness 1888 veröffentlicht hat, zu lesen. Und ich freue mich sehr darauf, weil wir kommen im vierten Vortrag zu einem sehr interessanten und meines Erachtens nicht nur interessanten, sondern auch emotionalen Finale. Und deswegen will ich auch gar nicht weiter groß eine Einleitung halten. Ich möchte jedenfalls jeden herzlich willkommen heißen zum Schauen dieses Videos, denjenigen, die über Skype mit mir jetzt live verbunden sind und diejenigen, die natürlich über dieses Video das jetzt schauen. Und auch da mein Dank nochmal an die treuen Zuschauer. Inzwischen hat es jedes Video von Romanismus und die Reformation so ungefähr geschafft, dick über 500 Klicks zu bekommen. Und das zeigt mir, dass diese Information sehr geschätzt wird in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, wofür sich eben Maximilian auch die Arbeit macht, das alles zu übersetzen. So, und jetzt ohne große weitere Verzögerung fahren wir fort. Wir sind also im vierten Vortrag auf Seite 13 von 22, also 9 Seiten. Manchmal lese ich ja so viel auch nur in zwei Lesungen. Mal sehen, wie weit wir halt heute kommen. Und es geht hier immer noch in dem, was wir jetzt lesen, um die Johannesprophezeiung des Romanismus. Ja, wir hatten Daniel gesehen, wir hatten Paulus gesehen und jetzt sehen wir Johannes. Und womit es dann weitergeht, im fünften Vortrag sehen wir dann, wenn wir daran kommen, aber jetzt sind wir erstmal hier. Der Autor sagt uns hier, sie erinnern sich an die Interpretation dieser Vision durch den Engel. Zitat, und die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, die Herrschaft ausübt über die Könige der Erde. Aus Offenbarung, Kapitel 17, Vers 18. Wir haben diesen Absatz letztes Mal auch schon gelesen, deswegen gehe ich jetzt ohne Kommentar darüber hinweg. Wir haben gezeigt, dass diese Stadt, über die also die Frau die Herrschaft über die Könige ausübt, Rom war. Unbestreitbar Rom. Dass die große Hure Babylon Rom bedeutet, ist von Romanisten selbst anerkannt. Kardinal Bellarmine sagt, dass, Zitat, Rom in der Offenbarung mit dem Namen Babylon bezeichnet wird. Ende Zitat. Kardinal Baronius gibt zu, dass alle Menschen bekennen, dass Rom in der Offenbarung des Johannes mit dem Namen des Babylon bezeichnet wird. Bossuet bemerkt, dass die Eigenschaften so markant sind, unübersehbar, dass es leicht ist, Rom unter der Figur Babylon zu entziffern. Das erinnert mich daran, da hatte doch jemand, ich glaube, was war über Skype? War das nicht hier in Romanismus und die Reformation? Ruf mal gleich laut ich, der das gemacht hat, einen Link reingesetzt von Fotos von der Kirche von Gesu in Rom. Und nicht nur der Kirche von Gesu, wo St. Ignatius von Loyola, ja, wo es der Hauptsitz der oder die Hauptkirche der Jesuiten in Rom ist, sondern noch viele andere Dinge. Das ist irgendwie geteilt über irgendeine Webseite. Wer war denn das? Ruf doch mal laut hier. Alex. Okay, danke. Alexander war das. Danke, Alexander, dafür, dass du diese Bilder uns zur Verfügung gestellt hast. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ein Traum. Ja? Ich habe diese Bilder heute Nachmittag Brad Norman geschickt in Amerika, der ja unglaublich viele Videos produziert zu den Lesungen von Cold World Babylon und so weiter, die ich gemacht habe mit ihm und andere Dinge. Ich lese teilweise auch im Englischen die König James und andere Dinge. Und da ist es unglaublich willkommen, solche tollen Bilder zu haben, wie du uns mit diesem Link geteilt hast. Also auch dazu nochmal, vielleicht den Leuten, die das noch nicht gesehen haben, schaut mal, hast du das in dem Chat hier von Romanismus und Reformation gemacht, ne? Gehe ich mal von aus. Also. Gut. Also, dann scrollt mal ein wenig hoch und schaut euch diesen Link an über diese Bilder. Das geht automatisch auf einer Seite 8, wo die Bilder sind von der Kirche von Gesu hauptsächlich. Aber die anderen Seiten da sind auch nicht uninteressant. Und vor allen Dingen, die Bilder sind in einer so tollen, hochauflösenden Qualität. Super, super interessant, um sich anzuschauen und eventuell eben auch für seine eigenen Werke mal zu gebrauchen. Ja, es ist Rom, wie eben auch in diesen Bildern ganz deutlich ersichtlich wird. Ja? Also, aber, sagt der Autor, während man zugibt, dass die große Hure Babylon, die auf den sieben Hügeln sitzt, Rom bedeutet, erklären päpstliche Ausleger, dass es sich hierbei um das heidnische Rom handelt, nicht etwa um das christliche Rom, das Rom der Cäsaren und nicht das der Päpste.
Wenn es sich um das Rom der Cäsaren handeln würde, dann sprechen wir von der falschen römisch-katholischen Lehre des Präterismus. Wenn wir von einem zukünftigen Antichristen sprechen, dann sprechen wir von Futurismus. Und wie so oft liegt die Wahrheit in diesem Fall in der Mitte, nämlich zwischen der Vergangenheitserklärung und der Zukunftserklärung liegt die biblische, historische Auslegung, der Historizismus. Und das ist die richtige Art und Weise. Und das beweist Henry Gretton Guinness mit diesem gesamten Buch, das wir hier am Lesen sind. Darauf antworten wir, fährt er fort, erstens, dass der Name auf der Stirn der Hure Geheimnis ist und dass das heidnische Rom kein Geheimnis war. Der wahre Charakter des heidnischen Roms wurde niemals verheimlicht. Andererseits ist das christliche Rom ein Geheimnis. Es ist nicht das, was es zu sein scheint. Im Bekenntnis ist es göttlich, im Wesen satanisch. Wir sagen an zweiter Stelle, dass es in der Offenbarung zwischen den beiden Städten Babylon und Jerusalem einen deutlichen und gewollten Kontrast gibt, der von der päpstlichen Interpretation übersehen wird. Babylon in der Offenbarung ist eine Stadt und eine Hure. Jerusalem im selben Buch ist eine Stadt und eine Braut. Die erste ist die korrupte Gefährtin der irdischen Könige, die zweite die keusche Braut des himmlischen Königs. Aber letztere ist eine Kirche. Erstere ist dann keine heidnische Metropole. Der Kontrast besteht zwischen Kirche und Kirche, der Treuen und der Abtrünnigen. An dritter Stelle weisen wir darauf hin, dass das in Offenbarung 18 beschriebene Gericht auf Babylon fällt, wenn ihre Sünden bis zum Himmel reichen. Offenbarung Kapitel 18, Vers 5. Also im dunkelsten Teil ihrer Karriere. Aber als Alarich Rom im Jahre 410 nach Christus zerstörte, war diese Stadt christlich geworden. Rom wurde damals von seinen heidnischen Götzenbildern gereinigt. Ist es hier nicht in die Dunkelheit des Papsttums hinabgesunken. Es war nicht im 5. Jahrhundert, als Rom den äußersten Höhepunkt seiner Frevelhaftigkeit erreichte. Die Eroberung der Stadt durch die Soldaten von Alarich, als sie weder heidnisch noch päpstlich war, hätte nicht das hier vorhergesagte Gericht sein können. An vierter Stelle weisen wir darauf hin, dass die in der Offenbarung vorhergesagte Zerstörung Babylons vollständig und endgültig ist. Als großer Mühlstein wird sie ins Meer geschleudert in Offenbarung 18, Vers 21. Es gibt keine Wiederherstellung. Dies kann sich nicht auf die bloße Verbrennung Roms, und da gibt es einen Wikipedia-Link, zu dem man sich anschauen könnte, von 410 nach Christus. Also dies kann sich nicht auf die bloße Verbrennung Roms im Jahre 410 nach Christus beziehen. Denn diesem Ereignis folgte rasch die vollständige Restaurierung der Stadt. Wenn das Babylon in Offenbarung 18 fällt, steigt der Rauch ihrer Feuersbrunst für immer auf. Sie wird überhaupt nicht mehr gefunden werden. An fünfter Stelle weisen wir darauf hin, dass die vorhergesagte Zerstörung Babylons durch die Hörner oder Regierungen erfolgt, die zuvor ihrer Herrschaft unterlagen. Wir geben offen zu, dass die Goten das alte Rom zerstört haben. Aber die Goten waren vorher nicht Rom unterworfen. Die gotischen Völker, aus denen unter anderem eben auch die Deutschen hervorgingen, haben sich Rom nicht zuerst unterworfen und es dann abgestoßen, zerrissen, zertrampelt und zerstört. All dies jedoch taten diese Nationen im Falle des päpstlichen Roms. Jahrhundertelang waren sie seiner Herrschaft unterworfen. Dann haben sie es abgestoßen. Schauen Sie sich die Französische Revolution an. Sehen Sie sich die Taten Frankreichs an. Schauen Sie sich Italien 1870 an. Ja, nach 1866, so wie ich ja schon in früheren Lesungen gesagt habe, die Zeit des Regierungs des Antichristen, unangefochtene Regierung des Antichristen zwischen 606 und 1866. Deswegen sagt der Autor, schauen Sie sich Italien 1870 an. Es liegt in Scherben. Sehen Sie den Kontinent heute. An sechster Stelle weisen wir darauf hin, dass der vorhergesagten Zerstörung Babylons unmittelbar die Hochzeit des Lammes folgen soll. Dies wird in Offenbarung 19 ganz klar vorhergesagt.
Aber der Eroberung Roms durch Alarich folgte dieses Ereignis nicht. Alarich hat Rom vor 1500 Jahren erobert, während die Hochzeit des Lammes noch Zukunftsmusik ist. Dies schließt die Vorstellung völlig aus, dass die Zerstörung Roms durch Alarich das beabsichtigte Gericht ist und dass die große Hure Babylon das heidnische Rom darstellt. Und weil die große Hure Babylon nicht das heidnische Rom präsentiert, muss sie zwangsläufig das päpstliche Rom präsentieren. Es gibt keine andere Alternative. Es gibt auch kein anderes vorhergesagtes Königreich. Die Welt endet mit dem vierten Königreich, das Daniel in Babylon vorhergesagt hat, und das ist Rom. Erst Babylon, der Kopf aus Gold, dann Medo-Persien, Schultern und Arme und Brust aus Silber, dann Griechenland, der Bauch aus Messing und zum Schluss die beiden Beine aus Eisen, die das letzte Königreich Rom darstellen. Jetzt gibt es verschiedene Auslegungen, warum zwei Beine. Erstens hat ein Mensch zwei, aber warum die Figur gewählt? Naja, man kann sagen, das Königreich ist geteilt. Man kann sagen, es gibt die westliche Kirche, es gibt die östliche Kirche, man kann sagen, es gibt das heidnische Rom, es gibt das päpstliche Rom. Es gibt verschiedene Auslagen oder Auslegungen davon und ich glaube, keine einzige davon ist vollkommen verkehrt. Ja? Aber nach dem päpstlichen Rom gibt es kein irdisches fünftes Königreich. Es gibt nur das Königreich Jesu Christi, das mit seiner Ankunft vom Himmel hier auf die Erde kommt. Ja? Ganz, ganz wichtig. Vor allen Dingen für diejenigen, die immer noch die Juden davon verdächtigen, hier die Welt im Grunde zu beherrschen. Das tun sie deutlich nicht. Und unter anderem in Lukas, ich meine Kapitel 21, Vers 24 oder 24, Vers 21 steht es deutlich beschrieben, dass die Heiden so lange hier auf dieser Erde herrschen und Jerusalem zu Tode trampeln, bis ihre Zeit vorbei ist. Und Rom sind nun mal die Heiden. Ja? Das heißt, auch geben sie sich als Christen aus, sie sind satanisch, genau wie wir vorher in einem der vorher gelesenen Sätze ja schon gesagt hatten. Ja? Der Autor sagte hier ja, was wir hier gelesen hatten, im Bekenntnis ist Rom göttlich, aber im Wesen ist es satanisch. Nun, lesen Sie nun abschließend diese wunderbare Prophezeiung über die große Hure Babylon im klaren und alles offenbarenden Licht der Geschichte. Ich frage diejenigen unter Ihnen, die die Geschichte der letzten 18 Jahrhunderte studiert haben, und das sind wahrscheinlich nicht viele, ist nicht das christliche Rom eine Hure geworden? Hat sich das päpstliche Rom nicht mit den Königen der Erde verbündet? Hat es sich nicht selbst als Königin verherrlicht und sich selbst die Herren der Welt genannt? Ritt es nicht auf dem Körper des Tieres oder des Vierten Reiches und regierte in sein Handeln über Jahrhunderte? Hat sich das päpstliche Rom nicht mit Gold und Edelsteinen und Perlen geschmückt? Ist Rot und Scharlach nicht seine Kleidung? Wir appellieren an die Fakten. Denn gehen Sie in die Kirchen und sehen Sie nach. Schaut euch die Bilder an, die dort geschickt wurden von dem Alex. Und einen besseren Beweis dafür gibt es im Grunde gar nicht. Sehen Sie sich die Priester, sehen Sie sich die Kardinäle und die Päpste an. Sehen Sie sich die violetten und scharlachroten Gewänder an, die sie tragen. Sehen Sie die verzierenden Juwelen, die luxuriösen Paläste, in denen Sie leben. Gab es da nicht in Deutschland diesen Skandal von diesem Bischof in Limburg da irgendwo, der seinen Palast, weiß was ich, wie hat umbauen lassen? Nur mal als Beispiel, um mal eins heranzuziehen. Schauen Sie sich die 11.000 Säle und Kammern im Vatikan und die unbegrenzten Reichtümer und Herrlichkeiten an, die dort zusammengetragen wurden im Laufe der Jahrhunderte. Betrachten Sie die herrlichen Schauspiele im Petersdom in Rom, die sogar die Pracht des Königshauses in den Schatten stellen. Gehen Sie und sehen Sie diese Dinge
oder lesen Sie die Aussagen derer, die Sie gesehen haben. Schamlos trägt Rom das Gewand. Die Farben und Nuancen, die auf den Seiten der inspirierten Prophezeiung dargestellt sind. Sie können die Hure an ihrer Kleidung erkennen, so sicher wie an dem Namen auf ihrer Stirn. Aber um zum dunkelsten Merkmal zu kommen, hat nicht die Kirche von Rom im Überfluss das kostbare Blut der Heiligen und das kostbare Blut der Märtyrer getrunken? Wir appellieren an die Fakten. Was ist mit den Albigensern im 13. Jahrhundert? Was ist mit den Waldensern vom 13. Jahrhundert bis zur Zeit von Cromwell und dem Commonwealth? Sie erinnern sich an Miltons Gedicht über sie, diese denkwürdigen Zeilen. Und was ist mit den gnadenlosen Verfolgungen der Protestanten in Frankreich, die mehr als 300 schreckliche Jahre lang andauerten? Was ist mit dem Massaker von St. Bartholomäus und der Aufhebung des Ediktes von Nantes? Was ist mit den Bränden von Smithfield? Was ist mit der schrecklichen Inquisition? Warten Sie. Warten Sie. Ich bringe Sie zur Inquisition. Sie sollen ihre düsteren Pforten betreten. Sie sollen durch ihre dunklen Gänge gehen. Sie sollen in ihrer höllischen Folterkammer stehen. Sie sollen die Schreie einiger ihrer Opfer hören. Sie sollen ihren eindringlichen, flehenden Worten zuhören. Welche Qualen wurden in diesen düsteren Gewölben erlitten, die von keinem menschlichen Auge gesehen wurden, außer denen der teuflischen Inquisitoren? Was für Schreie wurde an diesen trostlosen Ort ausgestoßen, die nie die offene Welt erreicht haben, in der wir leben? Verschlossene Türen sperrten sie ein. Steinmauern erstickten sie. Kein Geräusch entkam, nicht einmal das eines schwachen und fernen Stöhnens. Aber hin und wieder fand ein Opfer Befreiung. Der eine oder andere ist aus der Folterkammer herausgekommen, bleich und zitternd, verstümmelt und entstellt, um das zu erzählen, was sie in den Händen der heiligen Inquisitoren erlebt haben. Wir sollten einige von ihnen als Zeugen hinzuziehen. Dieses Buch, und Henry Gretton Guinness hält in seinen Vorträgen dieses Buch hoch in die Luft, ist Philipp von Limborges Geschichte der Inquisition. Ein kleiner Kommentar von mir. Genau dieses Buch habe ich vor langer Zeit angefangen zu lesen und das ist auf dem Zweitkanal von mir veröffentlicht. Ich bin aber, ich glaube, im ersten Drittel immer noch hängen geblieben mit 40 Videos im Augenblick. Und genau dieses Buch habe ich vor langer Zeit angefangen zu lesen, eben weil Henry Gretton Guinness es hier in seinem Buch erwähnt. Und man kann die Lesung, die noch andauernd, hier ansehen. Da gibt es einen Link zu einer Playlist. Daneben habe ich angefangen von Henry Charles Lear, die Geschichte der Inquisition im Mittelalter, in 3 Bänden angefangen zu lesen. Bis jetzt habe ich 25 Videos produziert, aber nur eine veröffentlicht. Ab 2019 werden da die Lesungen auf dem Hauptkanal regelmäßig veröffentlicht. Das Buch von dem Niederländer Philipp von Limborges wurde 1692 veröffentlicht. Das sind 7 Jahre nach dem Entzug des Edikt von Nantes 1685 durch den französischen König Louis XIV. Und dann wurde es erst 1731 ins Englische übersetzt. Die Lesung von dem Buch ist auch in Englisch. Lias Werk ist jedoch erst zeitgleich mit Romanismus und die Reformation 1887 veröffentlicht worden und wenige Jahre später, nämlich 1905, ins Deutsche übersetzt. Die 3 Bände umfassen etwas mehr als 1800 Seiten. Ich bin im Augenblick auf Seite 271 im ersten Band und werde es durchlesen. Und ich kann euch sagen, das ist eine wunderbare Geschichtslehre. Auch über die römisch-katholische Kirche. Dieses Buch, sagt Henry Gretton Guinness und hält es in die Luft, in der Exeter Hall, wo er die Vorträge hält, ist Limborges Geschichte der Inquisition. Sie erzählt die Geschichte ihrer Entstehung vor 700 Jahren, ihrer Etablierung und ihres Fortschritts in Frankreich, Spanien, Italien, Portugal, Sizilien, Sardinien, Deutschland, Holland und anderen Teilen der Welt. Diese Geschichte beschreibt ihre Minister und Methoden. Diese Geschichte beschreibt ihre Vikare, Assistenten, Notare, Richter und andere Beamte.
Sie beschreibt die Macht der Inquisitoren und ihre Vorgehensweise. Sie enthüllt ihr schreckliches Tribunal, öffnet ihre blutbefleckten Aufzeichnungen, beschreibt ihre Kerker, die geheimen Folterungen, die sie verhängt haben, die extremen, gnadenlosen, unbarmherzigen Folterungen und auch die öffentlichen sogenannten Auto da Fe, Akte des Glaubens, öffentlichen Verbrennungen oder das Verbrennen eben von Ketzern. Was für ein Zeugnis! Was für eine Welt der Tyrannei und unerträglichen Qualen, die sich in diesem einen Wort der Inquisition verdichtet. Tyrannei über das Gewissen. Menschen, die im Namen Jesu Christi quälen, strecken, strangulieren, verstümmeln und ihre Mitmenschen entstellen, um sie zu zwingen, Licht Dunkelheit und Dunkelheit Licht zu nennen. Um das Evangelium Christi eine Lüge und die Lüge Satans Wahrheit zu nennen. Um zu gestehen, dass falsch richtig ist und zu bekennen, dass richtig falsch ist. Um sich vor dem Menschen zu beugen und ihn als Gott anzubeten. Um die Lehren Christi Ketzerei und die Lehren des Antichristen göttlich zu nennen. Oh, gewaltig war die Macht dieses schrecklichen Tribunals. In Spanien und Portugal hat die Inquisition die Reformation vollständig zerschlagen. Den Inquisitoren konnten keine Geheimnisse vorenthalten werden. Hunderte von Personen wurden oft an einem Tag festgenommen und infolge von Informationen, die sich aus ihren Befragungen unter Folter ergaben, wurden Tausende weitere festgenommen. Gefängnisse, Klöster, ja sogar Privathäuser waren voll mit Opfern. Die Zellen der Inquisition wurden immer wieder gefüllt und geleert. Ihre Folterkammer war eine Hölle. Die qualvollsten Verrichtungen kamen zum Einsatz, um die Gliedmaßen selbst zarter Frauen zu verrenken. Tausende wurden auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Das Evangelium wurde mundtot gemacht und zerschlagen und Christus selbst in Form seiner Anhänger unterlag der Qual eines zweiten Golgatha. Werfen wir einen Blick in die Schreckenskammer, in der spanischen Inquisition. Der Ort der Folter, sagt ein spanischer Historiker, zitiert von Philipp von Limbosch auf Seite 217 in seinem Buch, der Ort der Folter in der spanischen Inquisition ist im Allgemeinen ein unterirdischer und sehr dunkler Raum, zu dem man durch mehrere Türen gelangt. Darin ist ein Tribunal errichtet, in dem der Inquisitor, der Inspektor und der Sekretär sitzen. Wenn die Kerzen angezündet und die zu folternde Person hereingebracht wird, erweckt der Henker, der bereits wartet, einen entsetzlichen und schrecklichen Eindruck. Er ist mit einem langen, schwarzen Leinenkleid bis zu den Füßen bedeckt, das eng an seinen Körper gebunden ist. Sein Kopf und sein Gesicht sind komplett mit einer langen, schwarzen Kapuze verdeckt, in der nur zwei kleine Löcher sind, durch die er durchschauen kann. All dies soll den erbärmlichen Wicht mit größerem Schrecken in Geiste und Körper treffen, wenn er sieht, dass er von jemandes Händen gefoltert werden wird, der wie der Teufel aussieht. Die Grade der Folter werden von Julius Clarus und anderen von Limbourg zitierten Schriftstellern beschrieben. Sie waren siebenfältig und umfassten die folgenden. Erstens, die Androhung, überhaupt gefoltert zu werden. Zweitens, schließlich an den Ort der Folter verbracht zu werden. Drittens, das Ausziehen und Fixieren. Viertens, das Hochgezogen werden. Und fünftens, das, was sie Squassation nannten. Das war eine verschärfte Form der Folter der Seilrolle. Das sogenannte Strappado oder beziehungsweise Pfahlhängens. Es war der Prozess des zusätzlichen Hängens von Gewichten an das Opfer und oder das Fallenlassens aus immer größerer Höhe. Die Gewichte reichten von 50 bis 500 Pfund. Und ich habe natürlich ein paar Bilder dafür vorbereitet. Mal eben sehen, wo ich da hin muss. Das sind die Bilder hier, ne? Squassation. S-Q. Da müsste man es ja schon haben. Hier. Das sind die Bilder, die ich mir daraufhin rausgesucht habe. Ja?
Man wird also mehr oder weniger ganz entkleidet. Hier haben sie wahrscheinlich eine Hose angelassen, aber oftmals waren die Leute auch ganz nackt. Und dann wird man an den Armen hochgezogen und an den Füßen wird noch ein Gewicht angehängt, das, wie wir gerade eben gelesen haben, Gewichte erreichen kann bis zu 500 Pfund. Ja? Das ist ein Bild. Das ist ein anderes von demselben Zustand. Ja, das ist, hat damit jetzt nichts zu tun. Das ist Squarsation. Das waren die paar Bilder, die ich davon hatte. Okay? Also das kann sich jeder jetzt gut vorstellen, wie das ausgesehen hat. Das war die Folterung der Seilrolle, also das Hochziehen an den rückseitig gefesselten Handgelenken. Daneben gab es die Folter des Feuers oder die der Kohlenschalen voll brennender Holzkohle, angesetzt direkt unter den Füßen. Dann gab es die Folterung der Streckbank und eines anderen Instruments, das von den Spaniern Escalero genannt wurde. Dann die des Gießens von Wasser in einen Sack aus Leinen, deren die Kehle gestopft war. Heute nennt man das Waterboarding. Ja? Und die der eisernen Würfel, die durch Schraubenzwingen in die Füße getrieben wurden und mit Stäben, die quer zwischen die Finger gelegt und so zusammengepresst wurden, dass sie unerträgliche Schmerzen verursachten. Dann die Folterung mit Seilen, die fest um verschiedene Körperteile gezogen wurden und das Fleisch durchschnitten. Und mit der maschinellen Vorrichtung, an die das Opfer mit dem Kopf nach unten fixiert war. Und schließlich die Folter der glühenden Eisen, die auf die Brüste und Seiten angelegt wurden, bis diese auf die Knochen brannten. Und einige dieser Foltermethoden habe ich ja auch in dem Inquisition Song am Anfang meiner Stunde der Wahrheit Videos. Wenn da dieses Inquisitionslied spielt, da habe ich ja einige von den Bildern reingemacht. Und in der Lesung von Henry Charles Lear werden wir die später auch noch sehen. Aber der Autor fährt fort und sagt hier, auf Seite 219 des Buches von Philipp von Limbaugh, hier ist der Bericht über das Ausziehen von Opfern, Männern und Frauen zur Vorbereitung auf Folter. Das Entfernen jedes noch so kleinen Kleidungsstücks durch diese heiligen Inquisitoren und wie sie ihnen kurze Unterhosen aus Leinen anlegen, und den ganzen Rest des Körpers für das freie Handeln der Folterer nackt lassen. Hier, auf Seite 221 ist der Bericht von Isaac Robbio über das, was er erlitten hat, als er in ihren Händen war. Es war gegen Abend, sagt er, als er in der Inquisition an den Ort der Folter gebracht wurde. Es war ein großer unterirdischer Raum. Gewölbt und an die Wände waren mit schwarzen Behängen, die Wände waren mit schwarzen Behängen bedeckt. Kerzenhalter waren an der Wand befestigt und der ganze Raum wurde mit darin platzierten Kerzen beleuchtet. An einem Ende gab es einen geschlossenen Bereich, wie einen Wandschrank, wo der Inquisitor und Notar an einem Tisch saßen. Alles sah so entsetzlich und furchtbar aus, so dass ihm der Ort wie die wahrhaftige Behausung des Todes erschien. Dann ermahnte ihn der Inquisitor, die Wahrheit zu gestehen, bevor seine Qualen begannen. Als er antwortete, dass er die Wahrheit gesagt hatte, protestierte der Inquisitor heftig. Da er so starrsinnig sei, dass er die Folter erleiden musste, wäre das heilige Amt unschuldig. Was für eine exquisite inquisitorische Heuchelei! Selbst wenn er bei seinen Folterungen sterben sollte, wäre das heilige Amt unschuldig. Als er das gesagt hatte, legten sie ein festes Leinengewand um seinen Körper und zogen es so eng an jeder Seite an, dass sie ihn fast zu Tode drückten. Als er beinahe starb, lockerten sie auf einmal die Seiten des Gewandes und nachdem er wieder zu atmen begann, brachte ihn die abrupt herbeigeführte Zustandsänderung zu den schlimmsten Qualen und Schmerzen. Als er diese Folter überwunden hatte, wurde ihm die gleiche Mahnung wiederholt, dass er die Wahrheit bekennen möge, um weitere Qualen zu vermeiden. Als er auf seiner Leugnung beharrte, banden sie seine Daumen so fest mit kleinen Schnüren ab, dass die beiden Fingerkuppen so stark anschwollen, bis das Blut unter seinen Nägeln herausspritzte.
Danach wurde er mit dem Rücken an einer an der Wand angebrachten Bank fixiert. In der Wand dahinter waren Eisenrollen befestigt, durch die Seile gezogen und an mehreren Stellen um seine Arme und Beine gebunden wurden. Der Henker, der diese Seile mit großer Gewalt zog, zog seinen Körper damit fest zusammen. Seine Arme und Beine und vor allem seine Finger und Zehen waren so fest gebunden, dass es ihm wie in Flammen aufgelöst schien. Danach folgte eine neue Art der Folter. Es gab ein Instrument, wie eine kleine Leiter, bestehend aus zwei Streben und fünf eisernen Kreuzen als Sprossen, die vorne geschliffen wurden. Diese legte der Folterer an und schlug sie mit einer einzigen Bewegung mit großer Gewalt gegen seine beiden Schienbeine, so dass er auf jedes von ihnen sofort fünf gewaltige Schläge erhielt, die ihn in eine so unerträgliche Qual versetzten, dass er ohnmächtig wurde. Danach kam er wieder zu sich, und sie fügten ihm eine weitere Qual zu. Der Folterer band Seile um Orobius Handgelenke und legte diese Seile dann um seinen eigenen Rücken, der mit Leder überzogen war, um zu verhindern, dass er sich selbst verletzte. Dann zog er die Seile mit aller Kraft nach hinten, bis sie Orobius Fleisch durchschnitten, sogar bis auf die Knochen. Und diese Folter wurde zweimal wiederholt, wobei die Seile im Abstand von zwei Fingern von der ehemaligen Wunde um seine Arme gebunden und mit der gleichen Gewalt gezogen wurden. Daraufhin wurde nach dem Arzt und dem Chirurgen aus dem Nachbarraum geschickt, um zu erfragen, ob die Folter ohne Todesgefahr fortgesetzt werden könne. Da die Aussicht bestand, dass er weitere Folter noch überleben könnte, wurde die Folter wiederholt. Daraufhin wurde er in seinen eigenen Kleidern und gefesselt in seine Gefängniszelle zurückgetragen. Hier, an dieser Stelle der Schilderung Orobius, ist eine Darstellung dieser verschiedenen Folterungen zu sehen. Nach längerer Haft wurde Orobio schließlich freigelassen und aus dem Königreich Sevilla verbannt. Von mir nur eine ganz kurze Bemerkung dazu. Die Leute werden hier also gefoltert, bis sie dem Tod nahe sind. Daraufhin wurde nach dem Arzt und dem Chirurgen aus dem Nachbarraum geschickt, um zu fragen, ob er die Folter ohne Todesgefahr weiterhin überstehen würde. Meine lieben Brüder und Schwestern, Ärzte, die einen sogenannten hippokratischen Eid, wenn ich mich nicht irre, heißt das, geschworen haben, machen sich hier zu Instrumenten des Teufels, untersuchen diese armen, gefolterten Seelen und sagen dann, kannst noch weitermachen. Ärzte und Chirurgen, genau die, zu denen wir heute oftmals gehen, wenn die Inquisition wiederkommt, dann ist es durchaus möglich, dass ihr euren Arzt auch nochmal seht und der vielleicht feststellt, dass ihr noch ein wenig mehr leiden könnt. Bevor wir den Vorhang auf dieses schreckliche Thema fallen lassen, lassen Sie uns für einen Moment einige der Worte von William Lithgow hören, einem Schotten, der die Qualen der Inquisition in der Zeit von Jakob I. erlitt. Nachdem er von der teuflischen Behandlung erzählte, die derer sehr ähnlich war, wie ich sie gerade beschrieben habe, sagt er, Zitat, »Jetzt begannen meine Augen zu erbeben, mein Mund zu schäumen und meine Zähne zu klappern, wie das Schlagen von Trommelstöcken. Oh, seltsame, unmenschliche, dämonische Menschenfolter! Und ungeachtet meiner zitternden Lippen und dieser fertigen, feurigen Qual, meines heftigen Stöhnens und Blutes, das aus meinen Armen entspringt, meiner gebrochenen Sehnen, ja, meines gehängten Gewichts an fleischschneidende Schnüre, schlugen sie mir mit Knüppeln ins Gesicht, um das donnernde Geräusch meiner ringenden Stimme abzuschwächen und zu beenden. Endlich, als ich von diesen Spitzen des Schmerzes befreit wurde, wurde ich unter ihrer unaufhörlichen Ermahnung auf den Boden gedrückt. Gestehe, 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 gestehe nun endlich, oder es folgen deine unvermeidlichen Qualen. Nichts gab es von mir zu gestehen, außer der Unschuld. Oh, ich bin unschuldig. Oh, Jesus, das Lamm Gottes, hab Erbarmen mit mir und stärke mich mit Geduld, mich diesen barbarischen Verbrechen nicht zu unterwerfen. Genug. Belassen wir es dabei.
Es dürfte Sie krank machen, wenn ich das Thema weiterverfolgen würde. Es ist zu schrecklich, zu grausam, zu verderbt. Man braucht keine Horrorfilme mehr zu schauen, wenn man sich mit der Geschichte der römisch-katholischen Kirche beschäftigt. Hier, in diesem Umschlag habe ich etwas von der Asche der Märtyrer. Einige ihrer verbrannten Knochen, das hält Henry Gretton Gillis da jetzt hoch, das muss man sich mal vorstellen. Nun, ich muss hier nochmal eben in meine Bilder mit reingehen. Ich habe hier ein Buch von Henry Gretton Gillis eingescannt, das habe ich nicht selbst gemacht, das hat Brett gemacht. Das heißt The City of Seven Hills, ja, also die Stadt auf sieben Hügeln. Und da möchte ich euch ein einziges Bild mal eben draus zeigen aus dem Buch. Das ist übrigens ein Buch, das zum großen Teil aus Gedichtform besteht und dann hinten sind etwa so 100 Seiten Anhang. Und dieses zeigt Opfer der Inquisition, so wie sie in einem Konvent, also einem Kloster Santo Domingo in Mexiko 1861 gefunden wurden, eingemauert. Und ja, natürlich sind hier die Geschlechtsteile bedeckt, aber die sind halt nackt da drin. Schaut euch das mal an. Das sind die Taten der römisch-katholischen Kirche. Ja? Ich lasse das Bild mal kurze Zeit hier dran, während wir weiterlesen. Film kurz anhalten. Hier in diesem Umschlag, sagt Henry Gretton Gillis, habe ich etwas von der Asche der Märtyrer, einige ihrer verbrannten Knochen. Ich habe Stücke rostigen Eisens und geschmolzenen Bleis, das ich selbst mit diesen meinen Händen vom Quemadero in Madrid, dem Ort, an dem sie die Märtyrer verbrannten, unweit der Inquisition mitgenommen habe. Es war im Jahr 1870, als ich diesen Ort besuchte, kurz bevor das große ökumenische Konzil in Rom stattfand, durch das der Papst als unfehlbar erklärt wurde. In genau diesem Frühjahr 1870 war ich in Spanien und besuchte das neu eröffnete Quemadero. Ich sah die Asche der Märtyrer. Ich habe einige Reliquien von diesem Ort mitgenommen, die jetzt auf diesem Tisch liegen. Und zwar zum Beweis, meine lieben Zuhörer und Zuschauer, nicht als Reliquien, um sie zu verehren, wie die römisch-katholische Kirche das mit Reliquien von Toten macht, sondern um die Fakten auf den Tisch zu legen. Hören Sie! Obwohl ich in Wahrheit kaum weiß, wie ich über dieses Thema sprechen soll. Ich bin fast sprachlos vor Entsetzen, wenn ich daran denke. Ich habe die Orte in Spanien, in Frankreich und in Italien besucht, die am tiefsten befleckt und mit Märtyrerblut gefärbt waren. Ich habe die Täler Piemonts besucht. Ich stand im Schatten der großen Kathedrale von Sevilla, an der Stelle, wo sie die Märtyrer verbrannten oder sie in Stücke rissen. Ich stand brusttief in der Asche der Märtyrer von Madrid. Ich habe die Geschichte von Roms Taten gelesen. Ich habe viele Bände der Geschichte und der Martyrologie durchwandert. Ich habe entweder auf Reisen oder in Gedanken zu vielen Szenen besucht, um sie zu nennen. Viel zu viele Szenen besucht, um sie zu nennen, wo die Heiligen Gottes vom päpstlichen Rom dem großen Metzger, dem Schlechter der Körper und der Seelen, abgeschlachtet wurden. Ich kann Ihnen nicht sagen, was ich gesehen habe, was ich gelesen, was ich gedacht habe. Ich kann Ihnen nicht sagen, was ich fühle. Oh, es ist eine verdammte Geschichte. Ich habe in dem Tal von Lucerna gestanden, wo die treuen Waldenser wohnten. Jene alten Protestanten, die das reine Evangelium durch das ganze dunkle Zeitalter hindurch hielten. Jenes schöne Tal mit seinen mit Pinien bewachsenen Hängen, das Rom in ein Schlachthaus verwandelte. Oh, schreckliche Massaker an sanften, harmlosen, edlen Männern. Oh, schreckliche Massaker an zärtlichen Frauen und hilflosen Kindern. Ja, ihr habt sie gehasst, ihr habt sie gejagt, ihr habt sie auf Spieße gesteckt, ihr habt sie aufgespießt, ihr habt sie gehängt, ihr habt sie gebraten, ihr habt sie gehäutet, ihr habt sie in Stücke geschnitten, ihr habt sie verletzt, ihr habt die Frauen verletzt, ihr habt die Kinder verletzt, ihr habt Feuersteine in sie hineingezwängt und ihr habt sie mit Schießpulver gestopft und sie in die Luft gesprengt und sie in Stücke gerissen und sie über die Felsen geschleudert. Ihr zerstückelt sie lebendig, ihr zerstückelt sie, ihr zerstückelt, zerstümmelt, verbrennt,
foltert, entstellt, massakriert heilige Männer, heilige Frauen, Mütter, Töchter, zarte Kinder, harmlose Babys, Hunderte, Tausende und Abertausende. Ihr habt sie haufenweise geopfert, in Hektakomben, in denen ihr ganz Spanien, Italien, Frankreich, Europa, das christliche Europa in ein Schlachthaus, eine Schädelstätte, einen Blutacker verwandelt. Oh, schrecklich, zu schrecklich, um daran zu denken. Der Anblick verdunkelt sich, das Herz wird krank, die Seele ist fassungslos, fassungslos vor dem schrecklichen Schauspiel. Oh, Hure, vergoldete Hure mit schamloser Stirn und schamlosen Herzen, rot sind deine Kleider, rot deine Hände. Dein Name steht in diesem Buch. Gott hat es geschrieben, die Welt hat es gelesen. Du bist eine Mörderin, O Rom! Du bist die Mörderin Babylon, die große Hure Babylon. Betrunken, völlig betrunken, ja betrunken mit dem heiligen Blut, das du in Strömen und Sturzfluten vergossen hast, dem Blut der Heiligen, dem Blut der Märtyrer Jesu. Gäbe es nichts anderes, um dich zu erkennen, O verfolgende Kirche von Rom, dieses schreckliche Zeichen deiner Identität. Das ist dein Markenzeichen. Dadurch erkennen wir dich. Du bist das vorausgesagte Babylon. Wir erkennen dich durch deinen Platz. Wir erkennen dich durch deine stolzen Annahmen. Durch den Thron, auf dem du sitzt. Durch jene sieben Hügel. Durch das Tier, das du reitest. Durch die Kleider, die du trägst. Durch den Kelch, den du hältst. Durch den Namen, der auf deine Stirn gebrannt ist, durch deine königlichen Geliebten, durch deine schamlosen Blicke, durch deine verunreinigten Taten. Ach, vor allem durch diese deine anhaltende und schreckliche Verfolgung der Heiligen. Durch jene Massaker, durch jene Inquisition, durch die Feuer dieser brennenden Scheiterhaufen. Sehen Sie, wie seine rötlichen Flammen aufsteigen und wie sein schuldiger Rauch in den Himmel steigt. In dieser heiligen Prophezeiung, sehe dein Bild, lies deinen Namen, lies, ja lies deinen niedergeschriebenen Untergang. Die französische Revolution brach über dich herein, es war ein Stadium deines Urteils und nicht mehr. Das Tier, das dich jahrhundertelang in erbärmlicher Unterwerfung trug, wandte sich gegen dich, warf dich ab, zog dir deine Kleider aus und zerriss dich mit seinen Hörnern. Es wurde vorhergesagt, dass es so sein würde. Es ist erfüllt. Aber diese Erfüllung ist nicht das Ende. Es ist nur der Anfang vom Ende. Zittere, denn dein Untergang ist von alters her geschrieben. Die Hand über der Schrift hat es geschrieben. Der Finger des allmächtigen Gottes hat es eingraviert. Schrecklich sind deine Sünden. Schrecklich wird deine Strafe sein. Du hast unzählige Glieder Christi lebendig verbrannt. Du hast sie zu Schlacke und Asche verbrannt. Dein Untergang ist verbrannt zu werden. Dein Untergang ist die entsetzliche Flamme, deren Rauch für immer aufsteigt. Ich bin fertig. Die Prophezeiung hat gesprochen und die Geschichte hat ihre Aussagen erfüllt. Das heidnische Rom lief seinen Lauf. Das päpstliche Rom nahm seinen Platz ein. Die große Hure Babylon ist auferstanden, hat regiert, ist gefallen, ihr Ende ist nahe. Geht hinaus aus ihr, mein Volk! Kommt aus ihr heraus! Bevor das letzte Gericht im großen Drama des Glaubensabfalls beginnt. Geht hinaus aus ihr, spricht Gott, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfanget. Denn wie ein Mühlstein, der von einem mächtigen Engel in die Tiefen geschleudert wird, wird sie mit Gewalt hinabgeworfen und wird nicht mehr gefunden werden für immer. Hier endet Vortrag 4 und hier ende auch ich diese Lesung für heute. Danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen und danke fürs Nachdenken und selbst nachstudieren
selbst Geschichte studieren und die Bibel lesen und alles, was Henry Grettengenis hier sagt, an der Bibel messen. Lest eure Bibel. Maranatha.